immer das Problem habe, ist einmal so die unliebsame Aufgabe. Ja, wenn ich produktiv sein will, dann muss ich schauen, dass das aus dem Hinterkopf die ganzen Dinge verschwinden, die ich da drin sitzen habe. Mhm. Ja, weil sonst bin ich abgeleckt. Was verschiebt man aber gern? Ja, das sind die unangenehmen Aufgaben. Okay. Ja, und da gibt es die Eat the Frog, das ist zum Beispiel was ich wahnsinnig gerne mache. Die erste Aufgabe des Tages ist immer, wenn es eine unangenehme Aufgabe gibt, zum Glück gibt es nicht jeden Tag eine bei mir, aber wenn es eine gibt, dann ist das die erste, die ich erledige. Mhm. Ist es kein Wunder, dass so viele Menschen deine Podcasts downloaden? Wie oft kommen Menschen zu dir, die zu dir sagen, keine Ahnung, Thomas, bitte hilf mir, ich bin unproduktiv? Das ist weniger der Fall, ja. Das sind genau das Fragen, nämlich. Sie kommen schon und fragen so nach so Tipps und so. Ja. Weil halt ja, sich selber einzugestehen, man ist unproduktiv, man ist nicht fokussiert oder konzentriert, das ist uncool. Ja. Deswegen kommen sie meistens um die Ecke. Ja. Das ist so wie Kondome kaufen im Supermarkt. Da schießt man auch wie lieber irgendwie in Wien. Ja. Und so ist das da auch. Bei vielen zumindest, nicht bei allen. Ja. Vielen das deswegen. Aber es fragen natürlich schon einige nach Tipps und Tricks, ganz klar. Viele kämpfen mit dieser Herausforderung, dass sie unproduktiv sind. Aber was glaubst du, kann das liegen? Ja, es hat meiner Meinung nach zwei Gründe. Für den ersten Grund müssen wir ganz weit zurückgehen zum Urmenschen. ja, weil früher war es klar, wenn du früher als Urmensch jagen gegangen bist und im Gebüsch hat es geraschelt, dann hätte das im schlimmsten Fall ein Säbelzahntiger sein können, ja, oder ein anderes Raubtier. Das heißt, du hast auf solche Ablenkungen einfach reagieren müssen. Ja. Und jetzt in den letzten 20 Jahren haben wir halt eine technische Entwicklung genommen, die sensationell ist. Ja, also vor 20 Jahren habe ich noch kein Handy gehabt, glaube ich, oder vor 25 Jahren, war jetzt nicht so genau, ja. Da sind halt technische Entwicklungen gekommen und da sind jetzt in diesen Triple Overload gekommen. Der Triple Overload, den hat der Piers Bühlmann, der ist General Manager von Evernote, sehr gut erklärt. Das ist im Prinzip Daten- und Informationsoverload. Wir suchen viel zu viel, ein durchschnittlicher Knowledge Worker sucht bis zu 2 Stunden am Tag Informationen. Okay. Dann haben wir das Kommunikationsoverload, bis zu 80% kommunizieren wir am Tag in unserer Arbeitszeit. Und dann haben wir den kognitiven Overload, das heißt, wir werden viel zu oft gestört, alle 5 Minuten, alle 4 Minuten, alle 3 Minuten. Und genau diese Störungen zusammen mit dem Säbelzahntiger-Effekt sind es dann eben, wenn irgendwo was vibriert, müssen wir gleich aufs Handy schauen. Ja. Ja, müssen gleich nachschauen, ist das wichtig, ist das nicht wichtig. Und das ist halt das große Problem, dass wir eigentlich mit dieser technischen Revolution, glaube ich, nicht ganz zurechtkommen. Aber einer der Gründe halt, und dass wir deswegen halt nicht mehr so fokussiert arbeiten können, wie vielleicht noch vor 20 Jahren. Und was gibt es da für Tools? Also ich kann jetzt aus meiner Erfahrung nur berichten. Ich bin jetzt voll im Arbeiten und es sind meistens sind es eh so Banalitäten, es sind nicht mal so richtige Dinge, so Banalitäten, wo ich sage, okay, jetzt habe ich ja Lust auf einen Kaffee. Und dann stehe ich auf und mache mir einen Kaffee. Und dann falle ich auf diesen Flow hinaus. Und gibt es da eigentlich, wo man sagt, okay, Techniken, dass man fokussiert und konzentriert arbeitet? Ja, absolut. Also die eine Technik, die ich jedem empfehle, ist die Zeit zu blocken. Ja, wirklich Fokuszeit zu machen. Also zum Beispiel sagst, die nächsten 60 Minuten, die nächsten 30 Minuten, egal welchen Zeitrahmen du nimmst, da arbeite ich hochfokussiert, da gehe ich auf keinen Kaffee. Ja, da richte ich meinen Kaffee schon her, wenn ich mal will, aber neben mir stehen. Ja. Und da arbeite ich wirklich hochfokussiert. Und ich will meinen Tag gerne in vier Blöcke einteilen. Ja, der erste Block ist der Fokuszeit, der zweite Block ist die Reaktionszeit. Ja, Reaktionszeit, also Fokuszeit, da arbeite ich an meinen Projekten, wo ich wirklich hochkonzentriert und hochfokussiert arbeiten muss. In der Reaktionszeit, da kann ich dann auf E-Mails, auf Anrufe, auf WhatsApp, auf Facebook-Messenger-Nachrichten, auf Meetings, in Meetings gehen, ja, das wäre so ein Reaktionszeitblock. Mhm. Dann der Block Bufferzeiten, weil das passiert immer irgendwas Unvorhergesehenes, wo du halt einfach was dazwischen kommt, das heißt, du musst auch ein bisschen Buffer lassen. Und der vierte Punkt ist auch ganz, ganz wichtig, Freizeit. Ja, auch da gehört natürlich dazu, wenn ich fokussiert arbeiten will, wenn ich produktiv sein will, muss ich natürlich achten, dass die Freizeit auch passt, dass ich gut schlafe zum Beispiel, ja, dass ich regelmäßig Pausen mache und so weiter, dass ich meine Freizeitgestaltung schön mache, angenehm mache, also das gehört alles da für mich dazu und das sind halt die wichtigen Dinge. Und ganz besonders ist halt, wie du angesprochen hast, von Kaffee gehen, Pausen machen, ganz, ganz wichtig. Ja, und dann kann ich ja sagen, okay, ich habe den da abgeschlossen, ich fahre mit dem nächsten da an, dazwischen noch eine Pause, und da darf ich dann halt auch natürlich einmal Kaffee trinken gehen. Ja, verstehe schon.
Wie ist es jetzt bei Menschen, die zum Beispiel arbeiten? Ich meine, du hast jetzt diese vier Punkte erwähnt. In den vier Punkten, was fällt da rein, wenn jetzt ein Anruf kommt oder eine WhatsApp-Nachricht, die dich irritiert und stört? Und dann, wie wir es aus der Erfahrung kennen, nimmt man das Handy, schreibt zurück und dann flutscht man noch ins Instagram rein, ins Facebook. Und dann fliegt man ja komplett raus aus dieser Fokusschiene. Das ist halt die doppelte Arbeit, wieder zurückzukehren. Naja, wenn du Blockzeit hast, wenn du Fokuszeit hast, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du alle Störungen vermeidest. Mhm. Ja, also keine Anrufe, keine WhatsApp, ganz gar nichts. Also Anrufe ist vielleicht im Job, weiß ich schon, ein bisschen schwieriger. Aber WhatsApp kann zum Beispiel nie wichtig sein. Ja, wenn es irgendwo brennt, schickst du der Polizei WhatsApp oder Feuerwehr WhatsApp. Ja, rufst du an. Genau. Wenn es wichtig ist, ruft jemand an. Also WhatsApp kann prinzipiell nie wichtig sein. Und deswegen dann einfach schauen, wenn so eine Störung dann wirklich kommt, und ich bin halt gerade in der Fokuszeit, ja, dann wirklich sich kurz die Zeit nehmen und in einem Wort aufschreiben, wo bin ich gerade stehen geblieben und was ist die nächste Aufgabe. Das hilft nämlich extrem, wieder reinzukommen. Und es gibt halt mittlerweile Studien, und die besagen, wenn du hochfokussiert arbeitest und wenn du gestört wirst, brauchst du bis zu 20 Minuten, bis du wieder dasselbe Fokus- und Konzentrationslevel hast. Genau. Ja. Und jetzt habe ich vorhin in der Einleitung erzählt, alle 5 Minuten werden wir durchschnittlich gestört. Ja, was passiert? Wir kommen gar nicht in das Hochfokus-Level, sondern wir pendeln da irgendwo im Unterdrittel herum. Ja, Störung arbeiten. Und wenn man es schafft, das zu vermeiden, dann ist es gut. Und deswegen, du warst ja gerade in Amerika, weiß ich, ja, im Silicon Valley gibt es schon Firmen, die solche Fokuszellen machen. Ja, die machen eigene Besprechungsräume, wo der Handy-Funknetz gestört ist, wo auch niemand reden darf, wie in Bibliotheken, ja, weil die dann wirklich hochfokussiert arbeiten müssen, vor allem Programmierer halt. Ja, Programmierer programmieren und dann kommt ein Anruf. Ja, yeah, also das ist umso schwer. Ja. Deswegen sage ich, Fokuszeit entstehen, also ich mache so, ich bin zum Glück früh aufstehe, ich tue relativ einfach, weil um 5.30 Uhr, wenn ich zu arbeiten beginne, kriegst du keine WhatsApp, keine E-Mails. 5.30 fängt schon an, der Wien. 5.30 Uhr, ja, direkt. Respekt. Das heißt, du stehst auf um 5. Ja, sehr ganz. Hast du da irgendeine Routine oder stehst du auf und gleich Vollgas? Ich habe viel herumprobiert. Meine Routine ist aufstehen, kurz frische Luft schnappen, waschen, Klorang waschen, Kaffee holen und loslegen. Also nichts mit Meditation, Yoga oder irgendwelche Workouts? Nein, habe ich alles probiert. Bringt mir das nicht wirklich viel. Mhm. Ich versuche solche Sachen, wie du gesagt hast, Meditation, Workout unter dem Tag einzubringen, das bringt man mehr. Yeah. Wie wäre es aber im Sport? Ich habe jetzt auch letztens ein Interview geführt, wo ein Boxer mir gesagt hat, auch im Boxen und Sport ist Fokus das A und O. Kann man das irgendwie unterscheiden zwischen fokussiertem Arbeiten und fokussiertem Trainieren? Im Prinzip ist es was Ähnliches. Ja, im Sport würde ich halt sagen, dass du in gewissen Situationen ganz hoch fokussiert sein musst. Ja. Genau. Im Büro reicht es halt, wenn du so besseres Durchschnittslevel hast, dann bist du ja schon gut. Ja. Als Boxer reicht der bessere Durchschnitt nicht, wenn gerade der rechte Haken kommt von oben zu. Ja. Also da musst du halt hoch fokussiert sein. Insofern ist es schon ein bisschen ein Unterschied. Und der Fokus ist halt sowas wie ein Muskel. Ja. Je regelmäßiger du ihn trainierst, umso besser ist er. Ja, deswegen musst du auch ins Das ist der springende Punkt. Wie trainiert man? Genau. Ja, wie trainiert man? Im Sport ist es halt relativ, sag ich jetzt mal, einfach, die wenigsten machen es aber. Eine Form wäre das Training der Nichtwiederholbarkeit. Ja, Training der Nichtwiederholbarkeit ist ganz einfach für einen Boxer oder für einen Tennisspieler. Ja, wer es jetzt zum Beispiel, oder machen wir es für, ich komme aus dem Fußball, ich bringe Fußballbeispiel. Ja. Es gibt ein Schusstraining im Fußball, ja, da schießt du 15, 20 Mal aufs Tor. Ja, und dann sagt der Trainer, bei einem speziellen Schuss, das ist jetzt der Schuss, 92. Minute, du gehst dann an den Tormann und jetzt musst du ihn versenken. Okay. Und da gibt es keine zweite Chance. Ja, Training der Nichtwiederholbarkeit, oder wenn du als Trainer sagst, es ist ein Abschlussspiel, wer das nächste Tor macht, gewinnt. Mhm. Ja, lässt sich dann nicht mehr ändern. Also das würde ich machen, und dann ist im Sport immer ganz, ganz gut. Das können wir übrigens auch Büroarbeiter machen natürlich. Erstens mal Gleichgewichtstraining, Reaktionstraining und Koordinationstraining. Das sind die drei Einheiten, wo du deine Konzentration extrem schulen musst. Mhm. Ja, weil bei Gleichgewicht, wenn du mal so ein Balanceboard hast im Büro, da mal draufstellen und du bist sofort wieder hochfokussiert. Ja, also du kannst nicht das Gleichgewicht halten und gleichzeitig an 17 andere Sachen denken. Das geht nicht. Ja. Was würdest du Studenten oder Schülern empfehlen? Auch gerade da ist es ja, erstens gibt es kaum noch einen Schüler oder Studenten, der ohne Ablenkungen lernt. Ja. Das Handy liegt immer daneben, also das ist schon mal das Erste. Ja, wirklich komplett abschotten. Und dann kann ich natürlich, in den Prüfungssituationen bist du ohnehin meistens ziemlich fokussiert. Ja. Weil da halt der Druck auch recht groß ist und der Druck da ist, dann bist du automatisch ein bisschen fokussierter, das ist sein. Aber du kannst es natürlich schon auch trainieren, indem du dich in Prüfungssituationen begibst zum Beispiel und versuchst mit deinem Partner da die Prüfungssituation nachzustellen. Mhm. Ja, und dann sagst du, ich will jetzt wirklich hochfokussiert das machen. Ja, aber prinzipiell empfehle ich jedem, ganz egal ob Sportler, Büroarbeiter, Student,
eben diese Gleichgewichtsübungen zu machen. Das ist das optimale Training. Die Skifahrer trainieren das so oft, weil es einfach, du kannst nicht auf einem Balanceboard stehen oder auf einem Gymnastikball stehen und an andere Sachen denken. Genau. Das funktioniert nicht. Oder Jonglierübungen. Ja, sobald du was anderes denkst, bumm, liegt zu. Ja, also solche Dinge, so will ich mal zum Reinkommen das machen. Und wenn du dann geübt hast, schnell in den Fokus zu kommen, dann ist das ja wie ein Muskel, den du trainiert hast, der ist ja dann da. Ja, genau. Du musst ihn nur regelmäßig weiter mit. Also jetzt, dann geht's genau. Schnell. Du musst sagen, du bist fokussiert. Also die Profispieler kennen das, ein Tennisspieler. Sieht man Roger Federer, wenn du ansiehst und in der Pause ansiehst und sobald der Schiedsrichter Time sagt, dann siehst du in seiner Körpersprache, was sich da verändert. Ja, und das ist halt zu trainieren. Ja. Was sind so deine Lieblingstools in Sachen Produktivität? Wo viele das Problem haben, ist einmal so die unliebsame Aufgabe. Ja, wenn ich produktiv sein will, dann muss ich schauen, dass das aus dem Hinterkopf die ganzen Dinge verschwinden, die ich da drin sitzen habe. Mhm. Ja, weil sonst bin ich abgeleckt. Mhm. Was verschiebt man aber gern? Ja, das sind die unangenehmen Aufgaben. Mhm. Ja, und da gibt es die Eat the Frog, das ist zum Beispiel was ich wahnsinnig gerne mache. Die erste Aufgabe des Tages ist immer, wenn es eine unangenehme Aufgabe gibt, zum Glück gibt es nicht jeden Tag keine bei mir, aber wenn es eine gibt, dann ist das die erste, die ich erwähne. Mhm. Weil dann habe ich da einen Haken drunter gemacht, dann habe ich das nicht mehr im Hinterkopf. Und du weißt dann, wie es ist, weil ich muss diese scheiß Aufgabe noch machen. Ununterbrochen hast du diese Gedanken, kriegst du vielleicht gar nicht aktiv mit, aber im Unterbewusstsein sitzt. Deswegen ist das einmal eine Sache, die auf jeden Fall. Hinterfrag also gleich in der Früh mal. Die unangenehmste Aufgabe des Tages als erstes erwähnen. Sieht der Frog, das ist von Brian Tracy. Eine Strategie, die mir wahnsinnig taugt, dann eben diese Fokuszeiten, wo ich wirklich sage, alles ausschalten, das ist was ich sehr empfehlen kann. Ja, und dann Planung generell, wie du gesagt hast, Eisenhower-Matrix, super zu planen, ja, ein cooles Tool. Und eben schauen, dass du dir aber viele, viele plane dann zu sehr, viele planen sich den ganzen Tag voll. Mhm, ja. Das stimmt, ich bin der. Und da ist es eben dann genauso wichtig, dass du sagst, ich habe Pufferzeiten. Ja. Ja, weil es passiert immer irgendwas. Stau oder es kommt der Chef rein und sagt, das brauche ich in 2 Stunden. Ne? Mhm. Das heißt, du hast jeden Tag irgendwas, wo es dazwischen kommt. Und deswegen wachsen deine To-Do-Listen immer länger und länger und länger. Genau. Dann kann ich keine Pufferzeiten machen, dass du von morgen verschieben, von morgen auf morgen. Und irgendwann ist deine To-Do-Liste ewig lang und du weißt genau, die arbeite ich in meinem Leben nicht mehr ab. Und das frustriert natürlich. Wahnsinn, ja. Und das coolste Gefühl ist, wenn du am Abend das letzte To-Do abhackst und sie sagst, genau. Also Pufferzeiten, das ist ja sowas, das habe ich gar nicht beachtet. Bei mir stapeln sich die To-Do-Listen. Also ich habe auch wirklich eine To-Do-Liste und ich tue das nach der Priorität ordnen. Und dann sage ich, okay, das muss heute fertig gemacht werden und dann kommen die 1000 anderen Sachen. Aber was ich bei den anderen merke, ist auch, da sind so ewig viele Sachen. Also mal nehmen wir mal ein Beispiel an eine Frau. Sie arbeitet, hat eine Vollzeitarbeit, muss auf die Kinder aufpassen, macht vielleicht ihr Studium und muss noch den Ehemann bekochen. Wie kann die das alles unter einen Hut bringen? Da muss ich ganz klar sagen, wo sind die Prioritäten und was ist mir wirklich wichtig. Ja, ich kann halt nicht alles machen. Das geht aber, okay, und hat der Ehemann, der hat Hunger? Ja, darüber wird er sich was zu essen machen, selber. Selbst ist der Mann. Nein, aber da muss ich natürlich schauen, okay, da muss ich mal anschauen, wann habe ich was zu tun und wann habe ich Zeit, was zu erledigen. Und da muss ich dann eben diese Blöcke dazwischen schieben. Ja, wenn die Kinder in der Schule sind, Vormittag vielleicht, okay, dann habe ich am Vormittag 3-4 Stunden Zeit, die mir gehören, und dann mache ich das dann am Vormittag. Ja, das heißt auch intelligent die Zeit planen und wirklich verteilen. Aber es ist natürlich, wenn du viele Aufgaben hast, extrem schwer, keine Frage. Gibt es da, weil in deinen Blogs haust du ja immer technische Tools raus. Hast du da irgendwelche, wo du sagst, okay, das sind meine Lieblingstools, die ich da anwende? Also zum Thema fokussiertes Arbeiten, das verwende ich immer am Nachmittag. Ich arbeite eigentlich bei mir zu Hause immer in absoluter Ruhe. Aber am Nachmittag, das ist so meine Tiefzeit nach dem Mittagessen, da weiß ich, da ist es schwierig. Mhm. Und da habe ich ein Tool, das ich regelmäßig verwende, das heißt Focus at Will. Das ist einfach eine speziell modulierte Musik, die den Fokus voll in die Höhe treibt. Wie funktioniert das? Also das sind so Beats, da kannst du verschiedene Genres wählen, also zwischen Musik, die so in Spa, in Wellnessanlagen spielt, dann Piano, Klassik. Und die haben mit dieser Musik, frage nicht, wie sie es technisch gelöst haben, keine Ahnung, aber die haben die speziell moduliert, dass das wirklich aufs Gehirn geht und dass das Gehirn. So eine Art von Binary Beats. Genau, so in der Richtung geht das, nicht ganz so, aber in der Richtung geht es. Und das ist wirklich cool. Ja, es gibt Brain FM, ist was ähnliches, und wer das nicht will, dann gibt es auf Spotify, gibt es eigene Playlisten, die sind zwar nicht speziell moduliert, aber die auch klassische Musik ist ja zum Beispiel etwas, wo. Habe ich noch nie gedacht, weil ich kein Klassik-Fan bin. Ja, aber wenn ich klassische Musik aufdrehe, dann bin ich gleich viel konzentrierter beim Arbeiten. Das ist ganz einfach so. Ja. Also das sind auf jeden Fall einmal Tools. Dann Evernote, das ist mein Lieblingstool. Evernote, ganz einfach alles
reinschreiben kann, was ich gerade im Kopf habe. Also das Evernote ist so ein Notiztool und es ist sehr wunderbar, wenn dir gerade was einfällt. Zum Beispiel, du störst dich auf selbst auf, weil du arbeitest an einer gewissen Sache und dir fällt zu einer anderen Sache irgendwas ein. Ja. Was machen die meisten? Sie gehen zur anderen Sache und bleiben dort drin hängen. Genau. Und das mache ich, das mache ich nicht, weil dann schreibe ich das in Evernote rein. Ich weiß, da liegt es, ich weiß, da finde ich es wieder. Alles gut. Evernote. Genau, das ist wie nur deshalb Produktivität, wenn ich messen will. Ja, da gibt es ein Tool, das heißt Rescue Time. Ja, da muss Rescue Time, da muss man auch vorsichtig sein, wenn man das auf Firmencomputer installiert, weil da installiert man eigentlich eine Spy-Software. Und die macht nichts anderes, die schaut sich an, was du am Computer machst. Ja, und bewertet das da. Also wenn du zum Beispiel auf der Amazon-Seite herumsurfst oder in Facebook, dann ist der Produktivitätsindex minus. Und wenn du von mir aus, weiß ich nicht, Microsoft Office verwendest, dann ist er ein Plus. Das ist du bekommst am Ende des Tages einen Score und der ist dann oft bitter. kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ja, weil es so ein Spiegelbild einfach ist. Ja. Und dann steht auf einmal und denkst, ah, ich war eh super produktiv, ich will mich heute auf 90% einschätzen und dann steht da 55%. Wirklich? Ja, so, du kannst das auch Angst von dem Punkt. Ja. Für mich, dass ich arbeite, dann pump Facebook, dann arbeite ich dann goal.com, dann lese ich besonders in der jetzigen Phase, wo die Transfers immer dumm sind, da lese ich viel um Transfer. Ja. Sowas brauche ich, dass mich das ablenkt, dass mir sagt, okay, stopp, nein, nicht Facebook, nicht Instagram. Nicht. Da gibt es zum Beispiel für den Google Chrome Browser, weiß ich jetzt nicht. Ich verwende Google Chrome. Ja, und da gibt es eine Extension, eine Erweiterung zum Beispiel, die kann dann für dich spannend sein. Mhm. Da öffnet sich dann zum Beispiel immer, wenn du Facebook öffnest und du sagst, Facebook ist so ein Tool, dann öffnet sich rechts oben im Bildschirm ein Counter, wie lange du schon auf Facebook bist. Und zwar summiert. Also wenn du da 15 Minuten am Abend, mittags 10 Minuten am Abend, 30 Minuten, dann steht dort eben 50 Minuten. Ja, das ist dann auch, kann auch sehr spannend sein, wie viel du da wirklich Zeit auf diesen Seiten verbringst. Wahnsinn, man merkt aber gar nicht, wie viel man Zeit in diese Sachen hineinpulvert. Also das ist wirklich Energie und Zeit, weil ich habe es letztens, iPhone, habe ich gar nicht gewusst, die in der Einstellung in dieser Batterie, ich glaube, das hast eh du mir einmal gezeigt. Und dann siehst du auf einmal, okay, du bist, keine Ahnung, 6-7 Stunden auf WhatsApp und dann 6-7 Stunden auf Instagram. Und dann denke ich so, boah, das sind 7 Stunden. Und wenn man diese Zeit investiert, wird er lesen oder keine Ahnung was, dann wird der Mann. Unglaublich, ja. Unglaublich. Es gibt, ich habe einen General Manager von Facebook Europa, hat einen Vortrag mir angehört von dem. Jetzt rat mal, wie viel Meter du scrollst in den sozialen Medien pro Tag im Durchschnitt. Wie viel Meter? Wie viel Meter? 400. Ja, 400 sind es nicht, das sind 93. So hoch eine Freiheitsstatue ist, Wahnsinn. Durchschnittlich jeder User scrollt 93 Meter pro Tag. Ich kann mir vorstellen, wie viel Zeit das ist. Ja. Okay, ich habe übertrieben mit 400. 93, Wahnsinn. 93 Meter, ja. Gibt es irgendwelche Apps und Tools für Fokustraining, wo man sagt, okay, trainiert das per App? Ja, fürs Konzentrationstraining gibt es einiges. Da gibt es diese Geschicklichkeitsspiele, wo man nachdenken muss. Das kann ich empfehlen, das empfehle ich auch jedem Sportler. Was eigentlich gut ist, Meditations-Apps gibt es viele gute Headspace. Mindsetup gibt es zum Beispiel, von Mindsetup gibt es ein eigenes Sport-Meditationsprogramm. Wirklich? Die sind auch sehr gut. Das ist sogar der Pionier der Meditationssprecher, nimmt die auf, also wirklich sehr angenehme Stimmen. Mhm. Das kann ich empfehlen und ja, ansonsten am besten das Handy ausschalten. Das ist die beste Fokus-App, die ich empfehlen kann. Wow. Ja. Sehr gut, sehr gut. Thomas, wo findet man deine Webseiten bzw. deine Expertise? Ja, selbst-management.biz, dort findet man alles weiter. Das ist der Blog, dort gibt es auch den Podcast zu Hause. Und da gibt es eben noch das Membership von selbstmanagement.rocks, wo es einfach eine ganze Plattform mit mittlerweile 33 Kursen gibt. Du hast über 2000 Absolventen und eine eigene Academy. Ja, es sind jetzt fast, es werden die 2000. Genau. Super. Also das läuft schon ganz gut und freue mich immer, wenn ich, wie gesagt, Barship so schön, ich freue mich immer wieder, wenn ich Abonnenten verliere, die dann schon super produktiv sind. Und da, wie sieht das aus, was machst du da, was bringst du denen bei, dass sie produktiver werden, fokussierter? Ja, genau, also im Prinzip ist das eine Selbstlernplattform, also es gibt dort Videokurse drin, es gibt teilweise ein bisschen was zum Hören und zum Lesen drin, aber das meiste wäre Video und im Prinzip kommst du auf diese Plattform, füllst du den Fragebogen aus, den schaue ich mir persönlich an und schaue genau, okay, was kannst du brauchen, wo sind deine Probleme, wo sind deine Hindernisse, dass du eben nicht produktiv bist. Das schaue ich mir eben an und dann kriegt jeder einen individuellen Lernplan, weil du musst um Gottes Willen keine 33 Videokurse dir anschauen. Also in der Regel kriegen die Leute so zwischen 8 und 12 Kurse empfohlen von mir, die sie machen.
die dann binnen eines Jahres erledigt werden, weil der Fokus von Selbstmanagement Rocks ist jetzt nicht schnell Ergebnisse, sondern wirklich dauerhafte Verhaltensänderungen. Und wenn du das machen willst, dann dauert das eben seine Zeit. Okay. Du kannst es nicht von heute auf morgen fordern. Also das geht nicht. Und deswegen gibt es so 8 bis 12 Kurse, die sind locker in einem Jahr zu erledigen. Und wer das wirklich macht und wer das umsetzt, und wenn nicht nur die Kurse anschaut und sagt, ja, schön, super, sondern wer wirklich in die Umsetzung da geht, auch gibt es auch jede Menge Tool-Tipps drin und so weiter, der schafft das in der Regel des einen Jahres wirklich, wirklich dann cool, super, konzentriert, fokussiert zu arbeiten. Und da ist das Zielpublikum, was sind das, Studenten, Berufstätige? Es ist im Prinzip alles drin, am meisten sind halt drin, größtenteils eben so Firmenchefs von kleinen Mittelbetrieben, sage ich jetzt. Das ist so die Hauptzielgruppe, aber es ist von sogar Schüler drinnen, von Schüler über Studenten, über Angestellte, Management. Also es ist bunt gemischt, aber die Hauptzielgruppe sind halt schon die Leute, die auch wissen, es kostet mich sehr, sehr viel Geld, wenn ich nicht produktiv bin. Und das ist halt, der Angestellte hat da halt ein bisschen weniger, sage ich jetzt mal, Schmerz als jemand, der dann halt wirklich sagt, ich bin Firmenchef und wenn ich unproduktiv bin, verdiene ich einfach Geld. Und Mentaltrainer bist du ja auch. Da gibt's ja, du führst ja neben dem Ganzen, neben den Speakers auch noch eine Mentaltraining-Plattform. Genau. Die gibt es auch. Das ist einfach ein ähnlich aufgebaut. Ja, auch mit das Video, mit vielen, vielen Übungen, vielen, vielen Kursen zu verschiedenen Problemstellungen, die wir jetzt da teilweise auch besprochen haben. Ich kann mich fokussieren. Wie bereite ich mich auf einen Wettkampf vor, optimal mental? Ja, das sind alles Sachen, die dort in den Kursen zur Verfügung stehen. Da kann sich jeder drin umschauen und sich das anschauen. Also es ist einfach, also das ist jetzt kein Membership, sondern das ist einmal zu bezahlen und dann habe ich Zugriff drauf und kann mir da alles selbst aneignen im Großen und Ganzen. Es geht beim Mentaltraining, sage ich gleich, das geht nicht alles. Alle Probleme wirst du mit einem Online-Kurs nicht lösen können. Ja, für gewisse brauchst du einen Mentaltrainer. So sage ich auch. Ja, also wer ganz gravierende Blockaden oder so hat, die wirst du damit nicht lösen können. Aber so die kleineren und mittleren Probleme, die meisten Sportler doch haben, ja, das geht damit schon. Super, Thomas, ich sage vielen lieben Dank, meine Damen und Herren, das war Thomas Mangold. Thomas, danke dir. Dankeschön dir, danke dir.